Dann fahren wir fort in der Tagesordnung mit Tagesordnungspunkt 9, die Mitteilung der Landesregierung für eine Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Hier die Information des Landtags über Beschlüsse, die Landesregierung nach § 3 Absatz 3 des Gesetzes über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen vom 11. Dezember, Drucksache 20-85-83. Und als erstes hat der Staatsminister Klose das Wort. Frau Präsidentin, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie vereinbart informiere ich Sie auch an diesem Mittwochabend über die Entscheidungen und Maßnahmen der Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit dem vergangenen Plenum. Die Infektionszahlen sind aktuell erfreulicherweise deutlich rückläufig. Wir müssen allerdings weiterhin befürchten, dass es ein erhebliches Dunkelfeld nicht erkannter oder nicht gemeldeter Infektionen gibt. Aufgrund der wärmeren Jahreszeit ist davon auszugehen, dass viele Infektionen wahrscheinlich glücklicherweise asymptomatisch verlaufen. Testanlässe bestehen im Allgemeinen keine mehr, sodass Infektionen auch oft unentdeckt bleiben. Und erfreulicherweise geht derzeit die Inanspruchnahme insbesondere der stationären Versorgung auch zurück. Sowohl der Rückgang der Infektionszahlen als auch der Rückgang der aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung stationär aufzunehmenden COVID-19-Patientinnen und Patienten stimmen uns zuversichtlich für den Sommer. Das ist insbesondere ein Ergebnis der Impfkampagne, bei der laut Robert-Koch-Institut mit Stand vom 30. Mai in Hessen über 13,3 Millionen Impfdosen verabreicht wurden. Die schnelle Entwicklung wirksamer Impfstoffe ist ein Triumph der Wissenschaft. Das sehen Sie beispielsweise bei einem Blick nach China, wo Millionenstädte aufgrund von Infektionen, verhältnismäßig geringer Impfquote und weniger wirksamen Impfstoffen teilweise wochenlang in einen sehr strengen Lockdown gegangen sind. Die Impfung gegen COVID-19 ist und bleibt der Schlüssel, meine Damen und Herren. Die erfolgreiche Impfkampagne ist ein Ergebnis der intensiven und kreativen Bemühungen der Impfallianz Hessen aus Ärzte und Apothekerschaft wie auch des öffentlichen Gesundheitsdienstes, allen Menschen in Hessen in kürzester Zeit ein gut erreichbares und niedrigschwelliges Impfangebot anzubieten. Dafür bedanke ich mich im Namen der Landesregierung auch heute noch einmal sehr herzlich bei allen Beteiligten. Gleichzeitig erwarten nahezu alle Expertinnen und Experten in Wissenschaft und Praxis für den Herbst neue Herausforderungen. Die Regelversorgung und der öffentliche Gesundheitsdienst werden über den gesamten Sommer hinweg bereitstehen, um Impfangebote, insbesondere für Auffrischungsimpfungen, anzubieten. Und ich rufe deshalb jede und jeden weiterhin auf, sich und andere durch die Impfung vor gefährlichen Entwicklungen zu schützen und dies frühzeitig zu tun, nicht erst dann, wenn die nächste Welle vielleicht über uns hereinbricht. Meine Damen und Herren, trotz der derzeit günstigen Entwicklungen werden wir weiter diejenigen schützen, die besonders vulnerabel sind. Das sind insbesondere Menschen in Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen oder in Einrichtungen für behinderte Menschen. Hier brauchen wir weiterhin Masken- und Testpflichten. Deshalb hat die Landesregierung am 24. Mai beschlossen, diese Pflichten vorerst bis 22. Juni dieses Jahres zu verlängern. Diese verhältnismäßig geringen Eingriffe in die Freiheit sind durch den Schutz der Gesundheit besonders vulnerabler Personen mehr als gerechtfertigt. Gesundheit ist und bleibt unser höchstes Gut. Wir als Hessische Landesregierung werden deshalb weiterhin mit größter Sorgfalt und unter ständiger Beobachtung des Infektionsgeschehens die notwendigen Maßnahmen zum Schutz aller in Hessen lebenden Menschen in sorgfältiger Abwägung der unterschiedlichen Rechtsgüter treffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Pürsün, Fraktion der FDP. Herr Gebt, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Landesregierung hat ein weiteres Mal die Corona-Verordnung verlängert, im Wesentlichen unverändert. Wir haben deutlich sinkende Inzidenzen, eine sinkende Hospitalisierungsrate und eine sinkende Anzahl von Infizierten auf Intensivstationen. Die Landesregierung hielt diese Entwicklung für nicht prognostizierbar. Wir schon, und es trat und tritt nun ein. Es naht gegen Jahresende der Herbst und der Winter. Genau, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Landesregierung das prognostizieren kann, aber es ist so. Da stellen wir uns mit vielen Bürgern die Frage, hat die Landesregierung überhaupt eine Strategie? Damit es Ende des Jahres nicht wieder zu Unerwartetem kommt, braucht die Landesregierung endlich einen konkreten Plan. Staatsminister Klose präsentiert dafür nur den erneuten Ansatz einer bundesweiten Impfpflicht. Eine Idee, die schon wieder und immer noch zum Scheitern verurteilt ist. Denn erstens gibt es dafür keine Mehrheit, und zweitens ist noch absolut unklar, wie die Umsetzung einer Impfpflicht gewährleistet werden sollte. Also statt immer wieder öffentlich der Impfpflicht hinterherzutrauern, erwarten die Bürgerinnen und Bürger von der Hessischen Landesregierung endlich konkrete Pläne auf dem Tisch. Für eine Impfpflicht braucht es ein Impfregister. Auf meine Kleine Anfrage zu den Vorstellungen der Landesregierung zu einem Impfregister gab es keine verwertbaren Antworten. Herr Präsident, wir sehen immer deutlicher, wohin die Isolation, wohin Freiheitseinschränkungen führen kann. In den letzten zwei Jahren haben Depressionen und Angststörungen vor allem bei Kindern und Jugendlichen deutlich zugenommen. Ein Punkt, der viel zu selten Beachtung findet. Es sind die Armen, die ebenfalls übermäßig von den Folgen der Pandemie betroffen waren, die häufiger krank geworden sind. Es sind eben jene, die besonders unter den Folgen der Corona-Maßnahmen zu leiden haben. Und diese Erkenntnisse dürfen nicht immer wieder ignoriert werden. Gerade Sie erwarten von der Landesregierung einen klaren Kurs. Ich sage es immer wieder, auch heute, die Einschränkung der Freiheit muss gut begründet werden. Denn die Landesregierung muss sich bei ihren Maßnahmen an der Wirksamkeit dieser messen lassen. Auch dazu haben wir keine konkrete Aussage. Daher äußern Sie sich doch einmal deutlich, was planen Sie für den Herbst? Die Menschen haben ein Recht darauf, das zu erfahren. Bleibt oder kommt wieder eine pauschale Maskenpflicht? Was ist dann mit Konflikten, wo keine staatliche Gewalt anwesend ist? Was können die Bewohner von Pflegeeinrichtungen und deren Angehörigen erwarten? Ministerpräsident Rhein sprach heute davon, Hessen resilient zu machen. Gesundheit. Die Landesregierung sollte Hessen so vorbereiten, dass wir möglichst keine Corona-Einschränkungen mehr brauchen. Die Landesregierung sollte nicht einfach nach möglichst vielen Maßnahmen rufen. Die Landesregierung sollte auch nicht versuchen, Maßnahmen im Bündel zu erlassen, deren Wirksamkeit sie weder kennt noch belegen kann. Wie viel Eigenverantwortung traut die Landesregierung den Menschen über den Winter zu? Wir Freien Demokraten sind der Auffassung, dass es richtig und wichtig ist, den Menschen zu vertrauen. Wir Freien Demokraten sind der Auffassung, dass die Landesregierung nun endlich eine Strategie für den Herbst vorlegen muss, die den Menschen vertraut, statt sie zu bevormunden. Hessen ist immer noch Mittelmaß in der Bekämpfung von Corona. Zeit, das zu ändern. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Bösin. Nächster Redner, Abg. Max Schad, CDU-Fraktion. Max, auf geht's. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Entwicklung der Inzidenzzahlen macht Hoffnung auf einen weitgehend unbeschwerten Sommer. Stand jetzt sinkt die Zahl der Neuinfektionen sowie die Hospitalisierungsrate von Woche zu Woche. Und dies spürt man auch im Alltag der Menschen in Hessen.
auf den wieder stattfindenden Volksfesten, beim Stadionbesuch oder im Restaurant. Die Lust auf Aktivität und Geselligkeit kann sich endlich wieder Bahn brechen. Und nach den entbehrungsreichen Corona-Wochen haben das die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land auch sehr verdient. Es ist daher angebracht, den Hessinnen und Hessen ein herzliches Dankeschön zu sagen für das disziplinierte Verhalten, die Rücksichtnahme und für gelebte Solidarität. Das Miteinander in der Pandemiezeit hat uns deutlich gemacht, dass wir in einer starken Gemeinschaft leben, und dafür können wir alle sehr dankbar sein. Und mit Blick auf die Kollegen von der AfD-Fraktion, das muss man ja auch mal hier sagen, es ist ihnen nicht gelungen, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zu spalten. Und auch das ist ein. Es ist ihnen nicht gelungen, die Spaltung herbeizuführen. Und darüber sind wir sehr froh. Aber natürlich ist es so, und es ist ja auch schon angeklungen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Und dem muss die Politik auch Rechnung tragen. Und mit der vorliegenden Verordnung wird die Geltungsdauer der Corona-Basisschutzmaßnahmen weiter um 4 Wochen verlängert. Im Kern bedeutet das, dass wir auch weiterhin daran festhalten, die Quarantäneregeln, so wie sie sind, bestehen zu lassen. Und das ist auch richtig. Der Sozialminister hat es ja gerade ausgeführt. Wer infiziert ist, hat sich auch in Zukunft für 5 Tage zu Hause zu isolieren. Ich finde, 5 Tage sind ein verhältnismäßiger Ausgleich zwischen dem Aufrechterhalten des gesellschaftlichen Lebens und dem Schutz unserer Mitmenschen. Mit der Verlängerung der Maßnahmen halten wir auch an den Masken- und Testpflichten in vulnerablen Einrichtungen fest. Auch das ist richtig, weil wir so diejenigen schützen, die dringend auf die Mithilfe von uns allen angewiesen sind. Die jetzt geltenden Maßnahmen sind nicht nur im Vergleich zu den deutlich schärferen Regeln der letzten beiden Jahre, sondern auch in Relation zu den aktuellen Infektionsmaßnahmen angemessen und sinnvoll. Dort, wo es nötig ist, schützen wir uns weiterhin gegenseitig. Dort, wo wir es nicht mehr brauchen, nehmen wir Einschränkungen zurück und bringen Freiheiten wieder in das gesellschaftliche Leben. Wenn wir uns weiter dort, wo es nötig ist, diszipliniert verhalten, stehen dem Freibadbesuch, der Urlaubsreise oder dem gemeinsamen Feiern des hoffentlich anstehenden Supercup-Gewinns der Eintracht dann nichts mehr im Wege. Ohne schon heute sicher vorhersagen zu können, was uns der Herbst bringen wird, sollten wir die Zeit im Sommer alle zum Durchatmen nutzen. Wir dürfen bei diesem Durchatmen auch einmal zurückblicken und können dabei feststellen, dass uns die Landesregierung bis zum jetzigen Zeitpunkt gut und umsichtig durch die Krise gebracht hat. Besonnenheit und Umsicht, Maß und Mitte, nicht die lautesten, nicht die schrillsten zu sein oder gar von einem Extrem ins andere zu fallen, nicht den steilsten PR-Auftritt hinzulegen, das war Prinzip der Landesregierung. Für diese Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen, steht die komplette Landesregierung und zuvorderst auch Sozialminister Klose mit seiner Mannschaft. Und dafür sind wir von der CDU-Fraktion sehr dankbar. Wenn wir auf die letzten beiden Jahre zurückschauen, hat sich sicherlich nicht alles bewährt, und die Suche nach dem richtigen Weg war nicht frei von Umwegen. Wie könnte es auch in einer solchen Situation anders sein? Insgesamt betrachtet finde ich aber, dass wir als Parlament und besonders auch die Landesregierung an den Herausforderungen dieser Krise stetig gewachsen sind. Und das unterscheidet uns wohltuend von der Lauterbach-Administration in Berlin. Und ja, natürlich müssen wir auch aus den letzten beiden Jahren die richtigen Schlüsse für das ziehen, was uns auch bei einer neuen Infektionswelle wieder erwarten kann. Das machen wir in Hessen, und daran arbeitet die Landesregierung permanent. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dabei nehmen wir uns besser kein Beispiel an Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der gerade einmal wieder zeigt, wie es nicht geht. Ich erinnere nur an die aktuelle Debatte zur Verschiebung der Corona-Maßnahmen-Evaluierung ins Jahr 2023. Wir hier in Hessen halten weiter Kurs und halten die kalte Jahreszeit im Blick. Wir sind ein Stück weit froh, dass die FDP hier nicht mit dabei ist und zu entscheiden hat und alles Mögliche blockiert, was sinnvoll ist. Da können wir ein Stück weit dankbar sein. Mahnendes Beispiel insgesamt bleibt uns aber hier auch die hiesige SPD-Fraktion im Hinblick auf das Umfallen bei den Schutzinstrumenten der Länder. Wir blicken mit guter Laune und Zuversicht in die nächsten Monate. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Marc Schad. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Volker Richter, AfD-Fraktion. Bitte.
Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter Herr Schad, diesmal ist es mal umgekehrt. Ich bin nach Ihnen dran, und ich werde auf Ihre Argumente eingehen und nicht einfach lapidar sagen, wir sprechen nicht über den Unsinn, der vorher gesagt worden ist. Das Leben der Menschen und der Bürger in Hessen hat sich normalisiert. Und Herr Schad, die Einzigen, die die Bürger hier in Hessen gespalten haben, waren die CDU, war die Hessische Landesregierung. Während wir Corona im Januar 2020 bereits thematisiert haben, Herr Schad, haben Sie noch auf dem Sofa gelegen und das, was auf uns zukommt, nicht einmal ansatzweise begriffen. Herr Schad, diese hessische Landesregierung war schlicht und einfach inkompetent. Aktuell werden die Inzidenzzahlen nicht mehr Gegenstand täglicher Berichterstattungen sein, vor allem da wohl ein nicht geringer Teil der infizierten Bürger mit Krankheitssymptomen keine PCR-Tests mehr durchführt und auch das Gesundheitsamt nicht mehr informiert. Dadurch kommt es zwar zu einer hohen Dunkelziffer, Herr Staatsminister hat es richtig gesagt, bei den Inzidenzen, aber diese ist unerheblich, da die Belastung von Krankenhäusern und Ärzten eher gering ist. Die Horrorszenarien einiger Hysteriker sind nun nicht eingetreten. Aber ja, die Sorge vor dem Herbst 2022 ist nicht ganz unbegründet, und so ist es folgerichtig, sich darauf vorzubereiten. Leider hat sich die Hessische Landesregierung dabei aber nicht von den Impfungen verabschiedet. Gerade die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist widersinnig. Man kann auch das nur immer wiederholen. Es ist kein Fremdschutz durch die Impfwirkstoffe ermöglicht. Auch die Impfungen von Kindern, ich werde das immer wieder anführen, Herr Staatsminister, bis endlich damit aufgehört wird, ist widersinnig und in unseren Augen unverantwortlich. Die Unterstützung seitens der STIKO ist als skandalös zu bezeichnen, gerade weil wir sehr genau wissen, dass die oberen Atemwege von Kindern eine erheblich bessere und effektivere Immunantwort bieten. In der Altersgruppe von 0 bis 17 Jahren wurde 1% mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, auf der Intensivstation nicht einmal 0,1%. Bei Säuglingen und Kleinkindern bis 2 Jahren war das Risiko höher. Es lag bei 8% im Krankenhaus und 1% auf den Intensivstationen. Hier sieht man, bei dieser Altersgruppe muss man exakt wissenschaftlich aufarbeiten, um in Zukunft handlungsfähig zu sein. Wir sehen die Zahlen sehr wohl. Wir müssen allerdings auch darüber sprechen, dass die Impfnebenwirkungen in Hessen und auch in anderen Bundesländern nicht ausreichend thematisiert werden und auch Long-Covid längst nicht in allen Köpfen angekommen ist. Dabei sind Impfschäden und Long-Covid-Erkrankungen in vielen Bereichen sehr ähnlich. Wir müssen darüber sprechen, dass eine Evaluation der Maßnahmen seitens der Hessischen Landesregierung seit 2020 bisher nicht ausreichend stattgefunden hat. Den Kopf in den Sand zu stecken, wird hier nicht helfen. Und dadurch, dass sich die hessischen Regierungsparteien, CDU und Grüne, nebst der SPD, den Linken und auch der FDP, so bei den Impfungen aus dem Fenster gelehnt haben, besteht ein erhebliches Risiko, dass man versucht zu vertuschen, was in weiten Teilen der Wissen- und Ärzteschaft längst bekannt ist und heiß diskutiert wird. Und eines steht deswegen bereits heute fest. Die Opfer der Corona-Politik in Hessen, insbesondere bei Impfschäden, haben definitiv keinerlei Lobby. Wer sich allerdings mit den Impfschäden befasst und den Opfern unterhält, das sollten Sie wirklich einmal tun, stellt schnell fest, dass diese Bürger eine unglaubliche Angst vor der Stigmatisierung ihrer Person haben und sehr auf Vertraulichkeit achten und dass sie sehr oft bei den Ärzten Spießruten laufen müssen, bevor sie überhaupt ernst genommen werden. Das sollte man ernst nehmen, Herr Schad, und das hat nichts mit Spaltung zu tun. Sehr verehrter Herr Staatsminister Klose, ich kann hier nur an Ihr Gewissen appellieren, Ihr Handeln zu verändern. Wir brauchen Studien, die Impfschäden betreffen, und wir brauchen zwingend eine breite und offene statt einer verschämten und hinter den Kulissen stattfindenden Diskussion. Nur auf diese Weise können wir für den Herbst dann auch die richtigen Maßnahmen ergreifen. Unsere Bürger sind sensibilisiert. Sie sind wandlungs- und anpassungsfähig und zeigen deutlich auf, dass sie eine Bevormundung der Politik nicht benötigen. Und viele, die vorher Corona eher als Schnupfen bezeichnet haben, dürften heute nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 dann doch alles schon mit anderen Augen sehen als vorher. Aber man wird sie auch nicht in Panik versetzen können, denn dafür gab und dafür gibt es keinerlei Grund. Das lässt sehr darauf hoffen, dass alle Beteiligten im Herbst vernünftig agieren. Also eine Landesregierung, die mit Augenmaß nicht überzieht und auf Freiwilligkeit setzt, was wir seit Jahren gefordert haben in den 2 Jahren, seit Monaten, sowie Bürger, die sich ihrer Eigenverantwortung bewusst sind und schlicht nicht erkranken möchten. Abschließend, meine Damen und Herren, der Staatsminister Klose
Bringen Sie einen neuen Pandemieplan 2022 heraus und geben Sie den Impfopfern endlich eine Stimme. Das ist, was von der hessischen Regierung erwartet werden darf. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Richter. Lieber Kollege Bellino, sollten Sie dem Kollegen Richter zugerufen haben, Quatschkopf, dann müsste ich das natürlich rügen. Weil das ja, hatte ich, höre ja selbst noch einigermaßen. Meine Damen und Herren, hier gilt immer gleich. Ich habe doch gesagt, sollten Sie zugerufen haben, dann müsste ich das rügen. Und wenn er selbst sagt, er hat nichts zu, dann wird es gerügt. Das ist doch ganz einfach. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich aufregen. Also, Sie wollen doch nicht den Präsidenten kritisieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Da wird es länger heute Abend. Also, der Kollege Bellino nimmt die Rüge in Demut entgegen. Gut. Also, meine Damen und Herren, ich bitte jetzt, ich habe es wieder nicht gehört, aber so weitere Zurufe, hat recht oder hat nicht recht, die gehören nicht dazu, die sind auch nicht parlamentarisch. Ich will das sehr deutlich sagen. Ich bitte darum, dass wir hier doch auch die Seriosität der Abgeordneten, unserer Abgeordneten akzeptieren, von allen Seiten. Das gilt für alle hier in diesem Haus. Alle sind frei gewählte Abgeordnete. So, jetzt geht es weiter. Und das Wort hat die Frau Christiane Böhm, Kollegin. Fraktion DIE LINKE. Wir waren ganz groß am Werk. Brauche ich eine halbe Stunde, bis ich das runtergerasselt habe. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute legen Sie mit dieser Verordnung eine kaum veränderte Verordnung vor, die lediglich verlängert wird. Seit zwei und fast eineinhalb Jahren diskutieren hier Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende, Lise Kuhler, Fraktionsvorsitzende und ich. Wir reden über Corona mit Ihnen. Seit drei Monaten mindestens wiederhole ich die notwendigen Vorkehrungen für den dritten Corona-Herbst und Winter. Für ein viertes Mal habe ich schlichtweg keine Lust mehr. Ich weiß, alle meine Argumente kommen bei Ihnen an, wie wenn man einen Ochs ins Horn petzen würde. Und dafür ist meine Lebenszeit mir schlicht zu schade. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Jetzt kommt die Frau Kollegin Dr. Daniela Sommer. Daniela, bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es ist nur eine Verlängerung. Corona ist noch nicht vorbei, haben wir heute schon gehört. Überall hören wir noch von positiven Tests und auch von Erkrankungen. Und ich muss mich leider wiederholen. Die Zeit im Sommer heißt eben nicht, sich auszuruhen, um erneut im Chaos zu enden. Deswegen sage ich noch einmal, stellen Sie frühzeitig sicher, dass wir alle Vorhaltemaßnahmen treffen, dass die Gesundheitsversorgung bedarfsgerecht sichergestellt wird, dass es nicht wieder zur Schließung kommt. Auch wenn die Zahlen momentan sinken, ein erneuter Anstieg der Fallzahlen ist sicherlich nach dem Spätsommer absehbar. Ich glaube, da sind wir uns recht jedenfalls in manchen Bereichen einig. Das sagte auch vorgestern der Experte Lehr. Und deswegen muss man sich darauf vorbereiten. Und Herr Schad, man kann eben nicht immer mit dem Finger nur auf den Bund zeigen. Man muss auch hier im Land vorbereitet sein und reagieren können. Und da können Sie nicht einfach dann anfangen und dann die Impfzentren wieder aufbauen. Da muss die Logistik für den Schutz einfach stehen. Und es sollte auch nicht so sein wie seinerzeit bei den Masken und den Tests, dass Hessen nicht ausreichend Material verfügt oder gegebenenfalls, wenn wir dann wieder mit Lieferengpässen rechnen müssen, dass wir dann einfach hier vor Ort ein Problem haben. Deswegen finde ich, sollte man nach innovativen Ideen auch Ausschau halten. Und da ich vom Sentinel schon zweimal berichtet habe und statt ständig gleicher Phrasen, so wie in der
in den moralinsauren Reden von Herrn Schad möchte ich heute über etwas anderes, über etwas Innovatives berichten, und zwar von einem Biospray. Das soll Covid-Viren schnell und wirksam deaktivieren, und zwar ohne jede Nebenwirkung. Ein Sprühstoß schützt den Anwender ca. 16 Stunden vor einer Ansteckung, wenn das Virus eintritt in den Mund- und Rachenraum und wird da deaktiviert. Die Produzenten für dieses Produkt haben langjährig geforscht zu SARS und MERS und haben dabei eben das entdeckt. Und das Produkt besitzt auch jetzt schon die europäische CE-Zertifizierung und vor allen Dingen auch alle relevanten Prüfzertifikate. Und deswegen wäre es, glaube ich, mal gut, wenn man sich auch solche Produkte anschauen könnte und auch gucken könnte, ob so etwas in einen hessischen Schutzmaßnahmenkatalog eingebaut werden kann, meine Damen und Herren. Wichtig wird aber bleiben, die Grundregeln im Umgang mit der Pandemie nicht zu vergessen. Einfache Dinge wie Masken, Hygiene, Abstand funktionieren sehr gut. Machen Sie das, wo das Land einfach tätig werden kann, und übernehmen Sie da Verantwortung. Ich bin froh, dass Herr Minister heute gesagt hat, dass Sie ganz genau die Situation beobachten wollen. Das ist auch wichtig. Aber meine Bitte bleibt, bereiten Sie sich vor. Denn wenn das nicht der Fall ist, wird es im Herbst und Winter wieder zu vielen schweren Erkrankungen, gegebenenfalls auch zu Todesfällen führen und vor allen Dingen auch zu weiteren exorbitanten staatlichen Aufgaben. Das können Sie vermeiden. Das ist Ihre Aufgabe, Ihre Verpflichtung und Ihre Verantwortung. Davon können Sie sich nicht freisprechen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollegin Dr. Sommer. Jetzt kommt die Frau Kollegin Anders, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Drin. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen, die Corona-Verordnung bleibt mehr oder weniger wie sie ist, und die Polemik in dieser Debatte bleibt anscheinend auch so, wie sie ist. Das finde ich angesichts der letzten 2,5 Jahre doch äußerst schade. Die Maxime der Hessischen Landesregierung war immer, die vulnerablen Gruppen zu schützen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Deswegen bin ich schon sehr, sehr erstaunt, wenn man Herrn Pürsins Gedanken mal versucht zu folgen und die irgendwie logisch zusammenzubinden, wie das denn gelingen soll, wenn wir einzig und allein auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen, wenn Masken nicht getragen werden sollen, wenn nicht getestet werden soll, wenn möglichst wenige Maßnahmen überhaupt verpflichtend da sein sollen, dann ist es mir ein Rätsel, wie wir Kinder vor Infektionen schützen wollen, wie wir vulnerable Gruppen schützen wollen, Alte, Kranke und Menschen im Gesundheitssystem, weil die dürfen uns ganz sicherlich auch nicht mehr wegbrechen. Also wie diese Quadratur des Kreises gelingen soll, das wird leider nicht dargestellt. Und die Polemik zeigt sich eigentlich durch und durch. Sie zeigt sich darin, dass es tatsächlich immer noch eine Fraktion hier in diesem Landtag gibt, die behauptet, dass die Corona-Infektion und die Hospitalisierung ja alles nicht so schlimm ist. 8% Hospitalisierung bei Kleinkindern, dann ist das nur ein bisschen was, was das Kind schon irgendwie wegstecken kann. Ich kann Ihnen sagen, die Mütter und Väter da draußen, von diesen 8% der Kleinkindern, die mit schwerer Hospitalisierung auf den Intensivstationen ihre Kinder betreuen mussten, die sehen das anders. Reine Polemik und Zynismus ist es, genau. Und genauso geht es weiter mit den vielen Menschen, die an Long-Covid ernsthaft erkrankt sind, Kinder, die immer noch unter den Folgen der Corona-Infektion leiden, Menschen, die sich immer noch nicht
voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können, weil sie schwere Verläufe hatten und immer noch eingeschränkt sind. Und ich denke, so, und da wir nun schon seit 2,5 Jahren Corona haben, gibt es dann doch auch den einen oder anderen, der schon bei der ersten Welle eben eine Corona-Infektion hatte und demnach auch immer noch nach 2,5 Jahren an den Langzeitfolgen der Infektion leidet. Und ich nehme diese Probleme dieser Menschen ernst. Und es ist genau unsere Aufgabe, dieses Land und die Bevölkerung zu schützen. Deswegen ist es auch weiterhin gut, dass wir die vulnerablen Gruppen dadurch schützen, dass wir im Gesundheitssystem, in der Altenpflege weiterhin eine Testpflicht haben, dass wir im ÖPNV, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, eine Maskenpflicht haben. Weitere Wege wird es sicherlich im Herbst zu gehen sein, wenn wir sehen, dass die Hospitalisierungsinzidenzen wie auch die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnallen. Ich bin auch dem Minister für Gesundheit sehr, sehr dankbar, dass er mit anderen Bundesländern gemeinsam mit NRW, mit Baden-Württemberg und mit Bayern erneut über eine Ü60-Impfpflicht spricht im Bund. Es ist ein wichtiger Schritt, den man ja jetzt sorgfältig vorbereiten könnte, den man jetzt planen könnte und über den es ernsthaft nachzudenken gilt. Wir sind also ganz zuversichtlich, dass wir im Herbst neue Maßnahmen treffen können, dass wir vorbereitet sind mit all dem, was auch Frau Dr. Sommer hier angebracht hat, mit ausreichend Masken, mit ausreichend Personal in den Kliniken. Aber da muss man schon ganz klar sagen, deswegen gilt es, genau diese Personen auch vor weiteren Infektionen zu schützen, um eben das System auch am Laufen zu halten. Ich finde es schade, dass wir zu diesem jetzigen Zeitpunkt immer noch so polemisch diskutieren müssen, weil eigentlich wissen wir sehr genau, welche Maßnahmen helfen und welche Maßnahmen helfen, Menschen vor einer Infektion zu schützen. Wenn Sie fragen, was am meisten hilft, dann kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, der dringenden Empfehlung des Landtagspräsidenten zu folgen und eine Maske in einem Raum mit so vielen Menschen zu tragen. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Mitteilung der Landesregierung nehmen wir zur Kenntnis.